Wir sind Marie und Jan. Mit unserem selbst ausgebauten Van reisen wir Vollzeit um die Welt. Aktuell befinden wir uns seit fast 2 Monaten auf der wunderschönen kanarischen Insel Fuerteventura. Und in diesem Video zeigen wir euch, was der südliche Teil der Insel zu bieten hat. Fuerteventura ist nach Teneriffa die zweitgrößte Insel der Kanarischen Inseln und liegt knapp 100 Kilometer vor der afrikanischen Küste. Fuerteventura hat rund 100.000 Einwohner. Davon sind ca. 65% nicht auf der Insel geboren. Teneriffa und Gran Canaria haben dagegen jeweils um die 900.000 Einwohner. Die Ziege ist das inoffizielle Wappentier von Fuerteventura. Auf der Insel gibt es rund 50.000 davon. Der höchste Berg Fuerteventuras, der Pico de la Sasa, ist 807 Meter hoch. Vom Süden bis in den Norden der Insel braucht man nicht einmal 2 Stunden. Die Insel ist ein absolutes Paradies für Surfer und für alle, die das Surfen noch lernen wollen, da sie für alle Ansprüche perfekte Bedingungen bietet. Fuerteventura bedeutet übrigens so viel wie starker Wind oder auch großes Abenteuer, was beides die Insel bestens beschreibt. Übrigens erreicht ein sogenannter Kalima-Sandsturm mehrmals im Jahr die Kanaren. Dabei wird Sand aus der Sahara über die Luft bis auf die Kanaren geweht. Das letzte Reisevideo, was wir auf diese Art und Weise gemacht haben, ist tatsächlich schon 1,5 Jahre her. Wahnsinn! Wir hätten niemals gedacht, dass der Van-Ausbau so lange dauert. Und jetzt ist es ein richtig komisches Gefühl, wieder vor der Kamera zu stehen, aber gleichzeitig auch ein sehr gutes Gefühl. Und wie gesagt, befinden wir uns auf der Insel Fuerteventura und das schon seit mehr als 2 Monaten. Und an diesem Ort, wo wir uns jetzt gerade befinden, sind wir tatsächlich das allererste Mal. Und zwar sind wir beim Playa de Cofete im Naturpark Jandia. Um hierher zu kommen, fährt man von Morro Jable aus nach Cofete und das über eine 19 Kilometer lange Wellblechpiste fahren und die ist zum Teil echt nicht ohne. Maya sieht man die Strecke auf jeden Fall an und die Straße wird ungefähr alle 2 Wochen begradigt. Das haben wir jetzt so mitbekommen. Wir selbst haben das auch gesehen, als wir hergefahren sind. Da ist ein LKW vorweggefahren, hat die Straße nass gemacht. Dahinter ist so eine Art Bagger gefahren und hat die Straße vorbereitet. Und dahinter war dann noch eine Walze und die hat die Straße dann glatt gemacht. Aber wir denken, das ist nur die ersten Kilometer so, weil die restlichen Kilometer sah nicht mehr so gut aus. Der Playa de Cofete ist ein 14 Kilometer langer Traumstrand, komplett naturbelassen und umgeben von einer Gebirgskette. Und tatsächlich gibt es ja auch keine Hotels und wir finden, es ist auch im Verhältnis zu anderen Orten, die wir hier auf der Insel bisher gesehen haben, recht untouristisch. Ein Highlight ist auf jeden Fall der Mirador Cofete. An diesem Aussichtspunkt fährt man direkt vorbei und da lohnt es sich anzuhalten. Aber dort kann es sehr windig sein, das hatten wir auch im Vorfeld gelesen und bei uns war es ultra windig. Hier sind tatsächlich auch relativ viele Mietwagen, aber wenn man das jetzt nicht machen möchte, weil die Strecke ist wie gesagt nicht ohne, kann man auch mit der Buslinie 111 fahren. Und das ist kein typischer Bus, sondern ein Mercedes-Benz Unimog und der sieht voll cool aus. Also ich denke, alleine die Busfahrt ist bestimmt schon ein Highlight. Wir stehen hier jetzt tatsächlich schon ein bisschen länger und fühlen uns hier pudelwohl, gerade weil es so ein bisschen ab vom Schuss ist. Und auch wenn der Strand bzw. das Meer hinter uns sehr einladend aussieht, sollte man da nicht schwimmen gehen, weil es da gefährliche Strömungen gibt und es sind tatsächlich schon ein paar Leute hier ertrunken, also bitte nicht ins Wasser gehen. Wenn man Glück hat, kann man hier hinten am Strand übrigens auch Meeresschildkröten sehen, die nisten hier nämlich und legen ihre Eier dann im Sand ab. Und was man sich hier auf jeden Fall nicht entgehen lassen darf, wozu der Strand einfach einlädt, ist ein Strandspaziergang und das machen wir jetzt. Heute haben wir auch richtig Glück mit dem Wetter. Die Sonne ist die ganze Zeit draußen. Es ist nicht so windig wie die Tage zuvor. Und jetzt gibt es bei uns erstmal eine Smoothie Bowl und wir müssen noch den Abwasch von gestern machen, weil das haben wir gestern liegen lassen.
wenn man hier so am Strand spazieren geht, dann fühlt es sich ein bisschen so an, als würde man auf einem Laufband gehen, weil alles so gleich aussieht und der Strand so ultra lang ist. Also man hat das Gefühl, man kommt gar nicht so richtig voran, aber es ist einfach nur traumhaft hier. Und jetzt geht's für uns weiter. Das hinter mir ist die Villa Winter, die kann man wohl auch besuchen. Das ist wohl ein Museum heutzutage, wo man dem heutigen Besitzer Geld geben kann und sich das angucken kann. Und Legenden nach, die nie belegt, aber auch nie widerlegt wurden, sollen da früher Nazi-Größen untergekommen sein, die von da aus dann nach Südamerika geflüchtet sind. Man kann es sich kaum vorstellen, aber da soll es auch mal unterirdische Tunnel gegeben haben, die wohl 1950, meine ich gelesen zu haben, gesprengt worden sind. Und von da aus sind wohl U-Boote, also da gab es irgendwie so einen U-Boot-Hafen, die da hingekommen sind und auch von dort aus wieder weggefahren sind. Direkt neben uns von der Straße geht es bergab. Die Straße ist einspurig und wir hoffen gerade einfach so sehr, dass uns kein Auto entgegenkommt. Es so unheimlich ist, hier jetzt rechts ranfahren zu müssen. Maya ist auf jeden Fall gut dreckig geworden, wie ihr sehen könnt. Deswegen gönnen wir jetzt eine Autowäsche. Und sieht doch gleich viel besser aus. Wir sind jetzt fast bei unserem Stellplatz für diese Nacht angekommen und hier ist gerade ein Paradebeispiel für etwas, was wir euch ohnehin noch mal zeigen wollten. Und zwar ist es ein riesengroßer, leerstehender Hotelkomplex hinter uns. Davon sieht man hier ganz, ganz viele auf der Insel, allgemein auf den Kanarischen Inseln. Nicht nur Hotels, sondern auch Wohngebäude, die leer stehen. Und tatsächlich ist das richtig traurig. Es mangelt hier nämlich an Wohnraum und der Wohnraum ist eigentlich da, aber die Immobilienpreise sind zu teuer, sodass sich das die Einheimischen hier nicht leisten können. Und jetzt stehen hier dann einfach Hotels und auch Häuser einfach leer, werden dann zu Ruinen verfallen und irgendwann lohnt es sich auch gar nicht mehr, die noch weiter in Stand zu bringen. Tatsächlich werden aber auch manche angefangen zu bauen und einfach nie vollendet. Wir sind jetzt beim Stellplatz für die Nacht angekommen und wir zeigen euch gleich noch die Aussicht, die ist traumhaft schön. Wir kennen den Stellplatz auch schon. Ja, und unsere Pflanzen hier haben wir übrigens mit Nanotape befestigt und wir sind jetzt schon länger unterwegs und ihr habt auch von der Schotterpiste gesehen, die war nicht ohne und die Pflanzen, die stehen wie eine Eins. Also hier fällt nichts runter, wir müssen nichts zusätzlich befestigen und sind damit super zufrieden bisher. Ich habe uns jetzt einen kleinen Snack gemacht, wir hatten richtig Hunger. Einen kleinen Snack. Wir sind sehr hungrig. Ja, das Avocado-Brot, und wir lieben Avocado-Brot. Und hier gibt es frische Avocados, haben wir halt so ewig nicht gegessen. Und das ist so lecker. Der Strand, den wir euch als letztes gezeigt haben, der ist zu Ebbe noch viel schöner. Und jetzt befinden wir uns auf dem Wanderweg zum höchsten Berg hier auf Fuerteventura. Es ist ultra windig heute. Und zwar ist der Berg Pico de la Sasa. Der ist 807 Meter hoch und die Wanderung soll 3,5 Stunden hin und zurück dauern. Und der Weg ist 13 Kilometer insgesamt lang. Geparkt haben wir hier beim Wasserreservoir und tatsächlich hat man von hier aus auch voll die schöne Aussicht auf Morro Jable. Boah, wir sind so fertig. Ordentlich aus der Puste. Es liegt einfach daran, dass wir sowas schon so lange nicht mehr gemacht haben. Das ist jetzt unsere erste Wanderung. Wir sind jetzt schon seit 3 Monaten unterwegs, so ja. Seit fast 4 Monaten. Ja. Ja, und das merken wir gerade richtig. Wir haben jetzt fast die Hälfte geschafft, mehr als die Hälfte haben wir geschafft. Ich glaube, es ist nicht mehr weit. Wir können schon den Gipfel sehen. Und freuen uns schon, wenn wir angekommen sind, weil dann der Rückweg ist bestimmt ein bisschen einfacher. Dann geht es nur so ein bisschen bergab. Aber die Aussicht, die ist echt genial. Also das ist gerade so schön, einfach zu wandern und nebenbei diese Aussicht genießen zu können. Da oben, da müsste das Ziel sein. Oh Gott,
Wir haben es geschafft. Das war so viel anstrengender, als wir es uns vorgestellt haben. Aber ich glaube, es liegt einfach an unserer Kondition, die aktuell einfach schlecht ist. Aber es hat sich so krass gelohnt. Wir haben von hier Ausblick auf Koh Phete, auf den Strand. Das sieht so schön aus. Und wir haben sogar relativ freie Sicht, was die Wolken angeht. Wow. Wunderschön. Egal, in welche Richtung man guckt. Ein Traum. Ich sag's euch, das war gestern noch richtig anstrengend. Also wir sind 3 Stunden insgesamt gewandert und würden die Wanderung definitiv weiterempfehlen. Es war richtig schön, es hat sich gelohnt. Aber als wir oben waren, hatten wir nur für so ein paar Sekunden eine geile Aussicht. Also da war es nicht wolkig, man hatte klare Sicht. Das war auch unser Glück. Also wir hatten Glück, dass wir überhaupt eine klare Sicht hatten, weil danach war es komplett vorbei und ist auch nicht mehr besser geworden. Wir hatten nur noch 1 Stunde oben gewartet. Aber ja, sind dann wieder zurückgegangen und waren dann tierisch kaputt. Haben es dann gerade noch so zum nächsten Stellplatz geschafft, weil wir einfach so fertig waren. Und befinden uns hier jetzt beim Sodavento Beach. Das ist der schönste Strand mit, finden wir hier auf Fuerteventura. Den zeigen wir euch gleich auch noch. Ich habe mir heute schon eine Dusche gegönnt und Jan duscht jetzt auch gerade. Und das hatten wir wirklich beide dringend nötig. Boah, so eine Dusche. Gold wert. Das ist so cool. Wir stehen jetzt hier direkt an so einem Traumstand und können einfach duschen und haben auch noch warmes Wasser. Besser geht's nicht. Weil die Frage immer wieder kommt, ob wir die Toilette zum Duschen rausnehmen. Ja, tun wir. Es würde wahrscheinlich auch so gehen, dann würde die Toilette halt nass werden. Das wollen wir nicht und die wiegt nicht viel, wenn der Urinbehälter leer ist. Das ist er gerade. Und deswegen ist das kein Aufwand. Und für ein bisschen mehr Realität hier, so sieht die Duschwanne nach dem Duschen aus. Wir sind wahnsinnig froh, dass wir hier so ein Sieb mit dabei haben. Den haben wir damals von Rossmann gekauft. Der kostet nicht viel, kriegt man überall und der fängt halt meine Haare vom Rasieren oder auch vom Haarewaschen gut auf. Sonst würde das hier den Abfluss verstopfen oder den Abwassertank. Deswegen klare Empfehlung, unbedingt sowas kaufen, wenn man lange Haare hat oder sich hier vorhat, drin zu rasieren. Und was halt auch wichtig ist, wenn wir duschen, wäre es an sich immer besser, wenn wir so schräg stehen, dass hierhin in unseren Abfluss das Wasser ablaufen kann. Weil so sammelt sich das gerade da, weil wir halt nicht optimal stehen und an sich wäre es auch besser, hätten wir da noch einen Abfluss. Das ging aber bei uns nicht, also keine Chance. Aber grundsätzlich wären halt 2 Abflüsse besser oder 2 Abläufe, so dass, egal wie man steht, das Wasser ablaufen kann. Die Dusche ist sauber, Maya ist sauber und das hinter uns ist der Sotavento Beach. Das ist ein 5 Kilometer langer Strandabschnitt mit einer Lagune und wir finden, der hat so richtigen Karibik-Charme mit glasklarem Wasser und der Lagune. Und worauf man hier unbedingt achten muss, ist, wenn Flut ist, weil diese Lagune komplett geflutet. Also kann man sich gerade gar nicht vorstellen, oder? Genau, das kann man sich halt schwer vorstellen, wenn man es halt bei Ebbe sieht. Und tatsächlich findet hier auch jährlich der Kitesurf und Windsurf Cup statt. Gerade wenn es hier windig ist, heute ist es nämlich relativ windstill, waren wir schon öfter hier und dann sieht man hier, dass alles voll ist mit Kitern und Windsurfern, die hier üben. Wir sind gerade in Costa Calma und Costa Calma ist für seine Sandstrände bekannt. Wir finden es tatsächlich hier am touristischen, müssen wir sagen, aber noch so viel zu Costa Calma. Costa Calma bedeutet übersetzt
ruhige Küste und das liegt daran, dass es hier wohl ablandige Winde gibt und dadurch die Wellen sehr niedrig sind. Das können wir auf jeden Fall bestätigen und dadurch ist der Ort halt auch zum Baden perfekt geeignet. Aber rundherum sind wirklich nur Ferienwohnungen und Hotels, also muss man sich überlegen, ob man dafür der Typ ist, also nur herkommen, wenn einem das gefällt. Hier im Süden von Fuerteventura, wo wir uns gerade befinden, hat man echt nicht so viele Möglichkeiten, sein Wasser aufzufüllen. Das kann man eigentlich nur bei Tankstellen machen und hier im Süden gibt es nur 3 Tankstellen, die das anbieten. Und hat man hier solche Zapfsäulen, zum Beispiel diese hier funktioniert nicht mal, dann hat man halt nur 2 Möglichkeiten. Und das Wasser kommt da richtig langsam raus und damit man das, also diesen Anschluss hier mit dem Schlauch verbinden kann, nutzen wir so einen Wasserdieb, den können wir dann hier so draufstecken. Hier kann man dann den Schlauch anschließen und somit den Wassertank befüllen. Und das dauert einfach ultra lange. Ich glaube, man bekommt hier 5 Minuten lang Wasser. Das sind ungefähr 25 Liter, die dann hier rauskommen. Und dadurch, dass wir unser Wasser filtern, dauert das gefühlt doppelt so lange. Das heißt, für 1 Euro kriegen wir ungefähr 12,5 Liter. Das macht es für uns hier im Süden etwas schwieriger, aber zum Glück ist es oben im Norden nicht so. Wasser mussten wir jetzt gerade eben nicht auffüllen, weil unser Wassertank noch zur Hälfte gefüllt ist. Aber unser Abwassertank ist fast voll und den können wir hier entleeren. Was Entsorgungsstationen hier auf der Insel angeht, sieht die Situation ein bisschen schwieriger aus. Also da hat man noch eine kleinere Auswahl. Deswegen mussten wir auch jetzt einen 20 Kilometer langen Umweg fahren, damit wir hier Abwasser ablassen können. Aber wir sind überhaupt froh, dass Fuerteventura so etwas anbietet und dann nutzen wir das auch gerne. Und zum Glück muss ich jetzt nicht in das Auto kriechen und ein Ventil öffnen, sondern kann hier eine App zack draufdrücken und das Ventil öffnet sich und das Abwasser läuft ab. Wir sind jetzt angekommen beim Schlafplatz für diese Nacht und zwar sind wir im Ort Laparet. Wir finden es sehr ruhig hier, es ist nicht viel los und genau genommen sind wir hier gerade am Strand von Laparet, den ihr hinter mir sehen könnt. Der eignet sich vor allem fürs Surfen, aber eine Hauptattraktion und die sollte man sich hier auf keinen Fall entgehen lassen, machen wir auch heute nicht, ist es, sich den Sonnenuntergang anzugucken. Also der Sonnenuntergang war super, super schön, total empfehlenswert, ja, sich hier den Sonnenuntergang anzugucken, aber es war wirklich viel los, müssen wir sagen. Ist kein Geheimtipp mehr. Nee, also wir haben jetzt schon einige Sonnenuntergänge an verschiedenen Orten uns angeguckt und hier war wirklich verhältnismäßig viel los. Ja, und am liebsten würden wir hier auch surfen gehen, weil das haben wir euch noch gar nicht erzählt. Wir haben uns Wetsuits gekauft und auch ein Surfboard. Ja, ein gebrauchtes Surfboard. Genau. Das ist aktuell hinten an unserer Heckleiter befestigt und das hält richtig gut. Damit fahren wir jetzt schon seit einem Monat durch die Gegend und nichts ist passiert. Aber die Bedingungen sollen halt morgen nicht so gut sein, deswegen werden wir das halt nicht machen. Aber wir sind jetzt schon seit mehr als 2 Monaten hier auf Fuerteventura und der Süden gefällt uns landschaftlich richtig gut. Ja. Aber vom Gesamtpaket her gefällt uns der Norden noch besser und das würden wir euch gerne im nächsten Video zeigen. Also falls ihr das nicht verpassen wollt, dann könnt ihr uns gerne abonnieren. Daumen nach oben da lassen. Ja, da würden wir uns sehr darüber freuen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.